Wallahi nur Khair, weil Allah prüft nicht, weil er dich hasst. Nun, Allah subhanahu wa ta'ala hat so viel Khair in diese Prüfung gesteckt. Und ich erwähne manche davon. Erstens, wenn du ein richtiger Diener Allahs bist, subhanahu wa ta'ala, und du bemühst dich und du strengst dich an, Allah hat dich dann geprüft. Warum? Weil er dich liebt. Weil er dich, subhanahu wa ta'ala, liebt. Und wenn Beweis, ich sage den Beweis, إِذَا حَبَّ اللَّهُ عَبْدًا إِبْتَلَاهُ إِذَا حَبَّ اللَّهُ عَبْدًا إِبْتَلَاهُ Wenn Allah jemanden liebt, er prüft ihn. Das ist Punkt 1, du erlangst dadurch die Liebe Allahs. Und zweitens, ein sehr wichtiger Punkt, den habe ich schon mal erwähnt, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen seinen Diener eine hohe Stufe im Jannah vorbereitet hat, eine hohe Stufe für ihn im Jannah geschrieben hat, die er bekommen muss, weil Allah sie für ihn geschrieben hat, und er erreicht sie nicht durch seine Handlungen, durch seine Taten, so prüft ihn Allah subhanahu wa ta'ala und lässt ihn leiden in dieser Dunya, damit er diese Stufe erreicht im Jannah. Und damit versteht man auch, dass Prüfung erhöhen, insha'Allah, was denn? Erhöhen die Stufen des Mu'min im Paradies, bi'idhnillahi azza wa jal. Denn liebe Geschwister, das Paradies ist das Endzuhause, das letzte Zuhause. Das heißt, wenn du in einer Stufe im Jannah bist, du wirst es letztlich für die Ewigkeit nicht mehr ändern. Also denk darüber nach, die Prüfung kann der Grund sein, dass du höhere Positionen bekommst im Jannah, näher zum Firdaus al-A'la bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala Firdaus alles Jannah, alles Aufenthaltsort geben, bi'idhnihi azza wa jal. Und noch dazu, Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, ich sage euch noch einen Hadith, der uns inshallah ein bisschen vielleicht erinnert, dass die Prüfungen gut für uns sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala stärken in unserem Dien. Rasulullah sallallahu an Abi Hurairah radiyallahu anhu, und dieser Hadith überliefert auch Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, die sagten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wassalam, ma yusibu al-muslima min nasabin, ما يصيب المسلم من نصب ووصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه خطاياه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Das bedeutet, sinngemäß sagt der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, sagt, alles was dem Muslim zustoßt, alles, ich sage alles, und der Prophet صلى الله عليه وسلم erwähnt ein paar Sachen, Nasabin, Müdigkeit oder Mühe von dieser Dunya, wenn du dich anstrengst und dich bemühst in der Dunya, es ist stressig, a'udhu billah, das erschöpft, der Mensch ist dann dadurch erschöpft ein bisschen, diese ein bisschen Erschöpfung, subhanallah al-azim, diese Anstrengung, diese Müdigkeit, sagt Rasulullah, wenn es ein Muslim trifft und dann sagt, wasabin heißt, sagen die Ulama, al-marad, Krankheit, auch wenn es Grippe ist, auch wenn es Erkältung ist, egal was es ist, und sagt, wala hammin, Sorgen, wala ghammin, Kummer, wala adhan, Leid, egal welche Art von Leid. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta shawkatu yushakuha. Auch wenn es ein Dornstich ist, ein Dornstich, ein Pix, subhanallah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, tilgt damit seine Verfehlungen. Allah löscht sie aus, Allah radiert sie aus, subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Das ist eine gewaltige Botschaft von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, eigentlich musst du dich freuen, wenn dir was manchmal zustoßt, subhanahu, man darf es sich nicht wünschen, aber wenn es passiert, dann wisse, achi, dass das Khair für dich ist. Oder uchti, das ist Khair für dich. Das ist gut für dich, alhamdulillahi rabbil alameen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem anderen Hadith, sagt, alaihi salatu wa sallam, la yazalu al-bala'u bil-mu'min wal-mu'mina في ماله وجسده وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة وفي رواية حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. Das bedeutet sinngemäß, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Prüfung wird den Mu'min so lange, Mu'min und Mu'mina, beide, die Frau und Mann, so lange verfolgen, das heißt Allah wird die so lange prüfen, wo denn? في جسده, in seinem Körper, وفي ماله, sein Besitz, und fi ahli, das heißt seine Familie, dazu gehören auch die Kinder. Das ist das meiste, was er liebt, subhanallah. Sagt, so lange wird ihn Allah prüfen, bis er Allah trifft ohne Sünden, subhanallah. Ohne eine einzige Verfehlung, einzige Sünde. Oder bis er auf Erden geht und keine einzige Sünde hat. Keine einzige Sünde hat, liebe Geschwister. So muss eigentlich ein Mu'min reagieren. Wir dürfen nicht, a'udhu billah, bei Prüfungen, inshallah, wir dürfen nicht erzürnt sein. Wir dürfen nicht zornig sein. Auf Allah, a'udhu billah. Wie kann man auf Allah subhanahu wa ta'ala zornig sein? Das kann man sich nicht vorstellen. Und ein Mu'min wagt sich nie, überhaupt sogar zu denken,
so von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man mit Allah unzufrieden ist, a'udhu billah. Ich habe Menschen erlebt, wallahi, die sind unverschämt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat ihnen so viel gegeben, er verdankt Allah seine Existenz, er verdankt Allah subhanahu wa ta'ala sein Leben, er verdankt Allah alles, was er besitzt. Er braucht es nur umzuschauen, alles, was er hat, gehört Allah und er selber gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Er atmet die Luft Allah subhanahu wa ta'ala. Er lebt auf die Erde von Allah subhanahu wa ta'ala. Er lebt von Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala. Und er lebt unter dem Dach von Allah subhanahu wa ta'ala, damit meine ich den Himmel, damit man das nicht falsch versteht. Und er muss Allah subhanahu wa ta'ala danken Tag und Nacht und es wird nie reichen, um Allah zu danken, subhanahu wa ta'ala, vielleicht für ein Auge, subhanallah al-azim. Und die Gaben Allahs, liebe ich, sind unzählbar. Diese Leute sind so unverschämt mit Allah, wenn er sie prüft. Sie klagen, sie schimpfen, a'udhu billah. Sie schimpfen gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist sehr gewaltig. Man muss sehr aufpassen, sonst fliegt man, a'udhu billah, aus dem Islam raus, wenn man mit Allah schimpft, a'udhu billah. Oder mit Allah unzufrieden ist. Nas'alallah an yahfadhani wa iyyakum. Und ich meine nicht erzürnen, warum? Das heißt, wie erzürnt man? Wie ist man unzufrieden mit Allahs Prüfung subhanahu wa ta'ala und Bestimmung? Beispielsweise mit dem Herzen innerlich. Man denkt, a'udhu billah, man denkt, Allah hat mir Unrecht getan. La ilaha illallah. Und Allah harram al-dhulma ala nafsi. Und Allah hat sich selbst subhanahu wa ta'ala verboten, ungerecht zu sein. Und Allah ist nie und nimmer ungerecht, subhanahu wa ta'ala. Egal wer dich behandelt, dann ist es gerecht von Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Innerlich zu sagen, Allah ist mit mir unzufrieden. Allah tut mir gerade Unrecht durch diese Prüfung. Das ist gefährlich, wal'iyadu billah. Und dann mit der Zunge, indem man diese laute Wehrufe macht, a'udhu billah. So laute Wehrufe, nas'Allah an yahfadhani wa iyyakum. Oder Klagen von Allah subhanahu wa ta'ala bei anderen Menschen. Sagt, ja Allah, tut mir das, warum tut mir Allah das? A'udhu billahi min ghadabillah. Und dann mit den Händen, mit den Gliedern, wieder. Indem man beispielsweise, es gibt in vielen arabischen Ländern, wal'iyadu billah, das ist, wenn jemand stirbt, sie fangen an zu schreien. Und sie fangen an, ihre Haare, a'udhu billah, zu ziehen und zu zerreißen. Und sie zerreißen ihre Kleidung und zerkratzen ihre Gesichter. Das ist ein Beweis, dass sie mit Allahs Schicksal und Bestimmung nicht zufrieden sind. Und das ist ein Beweis, a'udhu billah, dass sie vielleicht gar keinen Iman haben. Nas'Allah an yahfadhani wa iyyakum. Das ist gefährlich, liebe Geschwister. Und die zweite Art, dass man das mit Geduld erträgt, auch wenn man hasst, wenn die Prüfung ist etwas, was man nicht liebt. Krankheit liebt man nicht, natürlich. Und Prüfung liebt man auch nicht. Und es gibt verschiedene Arten von Prüfung. Das ist etwas, was man nicht mag. Was man nicht gerne hat. Das ist automatisch. Weil wir schwache Menschen sind. Wir wollen, dass immer uns gut geht. Ja, obwohl man das nicht hasst. Der Muslim reagiert so, auch wenn er das nicht hasst. Auch wenn er das hasst. Wenn er das nicht mag. Trotzdem, er zeigt sich geduldig. Und er trägt dies mit Geduld. Und klagt nicht von Allah subhanahu azza wa jalla. Und dafür wird er belohnt, liebe Geschwister. Und eine Sache noch, sage ich euch noch mit, inshallah. Liebe Geschwister, ihr müsst eins wissen. Er trägt Prüfungen mit Geduld und noch dazu, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, al-ihtisab. Al-ihtisab heißt hier, rechnet mit Allahs Lohn, yawm al-qiyamah, für jegliche Prüfung. Dann was passiert dann? Wenn du dies mit Geduld erträgst und du rechnest mit Allahs Lohn, yawm al-qiyamah, Allah gibt dir zweimal Belohnung für diese Prüfung. Das eine, deine Sünden werden von dir abfallen, wie die Blätter von den Bäumen abfallen. Allah tilgt deine Sünden und lässt sie aus und noch dazu, er schreibt dir die Belohnung für dein Abrechnen für den Lohn Yawm al-Qiyamah. Das heißt, du damit gerechnet hast, du wirst belohnt. Das heißt, ein Punkt, Sünden getilgt und Hasanat vermehren sich, weil somit den Lohn Allahs rechnet. So muss ein Mu'min reagieren. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala.